wissen, müssen wir das umsetzen, was die Natur uns gibt. Wir machen es halt nur einmal im Jahr und dann muss es halt sitzen. Und die Fehlermöglichkeiten sind halt sehr, sehr groß, die wir haben. Dessen bewusst strengen wir uns halt jedes Jahr an, dass wir richtig gute deutsche Weine, die bis jetzt sprechen, auf die Flasche bekommen. Nur in der leeren Haut ist die Farbe lokalisiert. Jetzt, wenn ich diese Beere aufmache, sehen Sie, das kommt erstmal weiß raus. Das heißt, das ist eigentlich die Farbe und das ist nachher der Wein. Deshalb gibt es nämlich hier Rosé, gibt es Rotwein, wenn man es sofort kältern will. Ja. Deshalb ist es halt wichtig, dass man hier einen moderaten Ertrag hat. Also nicht eine Traube pro Hektar wird versteigert und eine schmaustige nützlich, sondern im moderaten Verhältnis halt sehen. Was Sie jetzt hier im Glas haben, ist Jahrgang 2009, Hochheimer Reichestal, Spätburgunder erstes Gewächs. Wenn man es übersetzt auf Englisch oder auf Französisch, La Vallée Riche, Rich Valley, und dann wird schon fast bei Richebourg, was eine tolle Lage im Burgund ist. Und dementsprechend wollen wir arbeiten, dass wir halt Weine herstellen, die für sich selbst sprechen. Natürlich ist das alles leicht gesprochen, aber man braucht eine gute Mitarbeiterschaft, die das halt mitzieht und dementsprechend halt auch diese Philosophie halt umsetzt. Jetzt habe ich genug gesprochen. Haben wir 1996 erworben, mit nicht erhalten werden Rebbeständen. Das sind ein paar Tage her. Ne? So, dann haben wir die wieder angepflanzt und seit 2008 sind die Wurzeln so tief, dass sie einfach jetzt auch keinen Trockenschaden mehr zeigen, wie man das oben gesehen hat, sondern sie auch den Charakter des Bodens übertragen. Also Sie sehen einfach, man muss im Weinbau, im Brauen einfach eine Vision kommen. Dieser mittlere Hang, da unten ist dann nachher, dann, wenn die Sonne mal später schräger steht, ja, haben sie da unten Schatten. Am Abend, hier scheint die Sonne noch. Und am Morgen haben sie da unten Nebel und hier scheint die Sonne immer noch. Das sind Lagen. Und aus diesem Grund. Wir sind seit 1996 Zellwitzer Feinschmecker zu den 16 besten Weingütern in Deutschland. Das ist natürlich auch eine Sache, die kommt natürlich durch Fleiß, durch Arbeit, durch Mühen, durch Selbstkritik und durch zäh dranbleiben. Aber es kommt natürlich auch davon, man kann nicht rausgären aus der Traube, was nicht drin ist. Ist so. Und wenn man aber schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung hat an Lagen, und dann fällt es einem dann doch etwas leichter, und zumal es dann auch noch ein kleines bisschen mehr Spaß macht. Und ich muss mich auch noch für den Zeitpunkt ein bisschen abstrampeln.